Der Jüsseweg ist eine wichtige Verbindung, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger, die die Innenstadt aufsuchen wollen. Hier können wir sehen, der asphaltierte Bereich endet direkt nach der Abfahrt. Die anderen Straßen, die Amtmann-Lüder-Straße, ein Stück weiter, ist schon asphaltiert. Und hier könnte man sich überlegen, weil hier wirklich sehr viele auch ältere Menschen unterwegs sind, dass es angebracht sein könnte, den Weg zu asphaltieren bis zum Buhlplatz hinten rüber. Das würden die Anleger wahrscheinlich auch freuen, wenn man da besser mit dem Auto unterwegs ist. Weniger Dreck, insbesondere an den Schuhen, den man dann halt immer in die Wohnung hineinträgt. Und gerade im Augenblick sieht man halt auch Matsch, Schlaglöcher, die mit Wasser gefüllt sind. Das ist alles so ein bisschen urbane, also man hat so Urwald, so den Eindruck, so Wildnis, Survival-Abenteuer. Aber es muss ja eigentlich nicht sein, weil der Jüsseweg führt halt zu einem Naherholungsgebiet im Herzen der Stadt. Und das könnte man dann halt auch für Touris, aber insbesondere für die vielen Leute, die von einem Stadtteil in den nächsten wandern wollen, in die Innenstadt, ein bisschen angenehmer gestalten, damit man da nicht Umwege laufen muss, wenn man noch sicherer unterwegs sein möchte. Und da würde man das Freibad wahrscheinlich auch aufwerten. Ich wäre dafür, dass der Jüsseweg mal asphaltiert wird. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Schreibt mir eure Meinung bitte mal in die Kommentare unter das Video auf YouTube. Das würde mich sehr interessieren, ob das auch für andere eine Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt darstellen würde. Teilt das Video in euren sozialen Netzwerken und lasst mir ein Abo da. Das wäre super freundlich. Wir sehen uns im nächsten Video.